die falsch gespawnt sind. Da will ich ja nicht reden, was das ist. Holy shit! Oh mein Gott! Bombenkrater! Gut, dann mache ich hier wieder eine Markierung hin. Ich schaffe es nicht, ein Schaf zu finden! Dann laufen wir jetzt hier mal im Strand lang. Ich kann mir nicht erklären, warum hier keine Schafe jetzt kommen. Also, jetzt bin ich schon ein bisschen geschockt. Hallo, Schäfchen? Habt ihr euch in Kühe verwandelt? Hier ein bisschen Zuckerrohr, aber wir haben bereits Zuckerrohr bei uns. Wo sind die Schafe hin? Kann mir das jemand sagen? Ich versteh's nicht. Wo sind die Schafe hin? Früher war doch die Welt bevölkert mit vielen Schafen. Nun sind sie alle fort. Warum? Ich vermisse die Schäfchen wirklich, die bei uns zu Hause waren. Aber langsam zweifle ich daran, dass wir hier welche finden werden. Seid ihr... Ist das wahr? Ja! Schäfchen! Yay! Da seid ihr ja! Ach schön, da, ich habe euch gefunden! So, jetzt muss ich euch nur noch irgendwie mitnehmen. Aber ich habe ja gar kein Getreide dabei. Verdammt! Egal, Hauptsache wir haben jetzt ein bisschen Wolle bei uns dabei. Yay! So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt muss ich, glaube ich, wieder zurück. Aber ich will euch noch mitnehmen, wenn es geht. Ich habe aber kein Getreide bei mir, weil ich so doof bin. Naja, egal. Dann lasse ich euch eben hier und ich hole euch dann später wieder, okay? Okay. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Gut, wie viel Wolle haben wir jetzt? Ja, das müsste für ein Bett reichen. Das reicht sogar für zwei Betten. Und ich muss was fressen. Moment. Hab ganz vergessen, dass wir jetzt auf Easy spielen. Hä? Was ist das? Was zum Teufel? Fette Löcher. Nee, das kann doch nicht sein. Und ich laufe da ganz gechillt drüber. Ich wäre hier fast reingefallen, da hätte ich meine Wolle verloren. Und wäre vielleicht sogar noch gestorben. Weil ich eben meine Wolle verloren habe, wie auch immer. Alter, wenn wir da reingefallen wären, dann wäre alles vorbei gewesen. Verdammt, diese Welt habe ich echt unterschätzt. Die ist gefährlicher, als es aussieht. Ich darf nicht so unvorsichtig durch die Landschaft laufen, sonst wäre ich fast in die Hölle reingefallen und gestorben. Da drin wären überall Monster, Viecher. Boah. Ey. Das war scheiße knapp. Das Paradies hat seine Tücken. Das Paradies ist anscheinend doch nicht so das Paradies, was ich erwartet hatte. Überall Kühe. Und fiese Fallen auch noch. Hüp, da geht's glaube ich rüber, ne? Ja, da ist eine Markierung von uns. Wir müssen hier rüber. Gut, vielleicht werden wir die Markierungen irgendwann mal wieder brauchen. Eines Tages vielleicht. Je nachdem, wie weit wir diese Let's Play noch spielen werden.
Gut, ja, also ich glaube, unsere Steine müssten jetzt fertig gebraten sein. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, ob sich das, ob die weiterbrennen, wenn man den Junk verlässt. So, wo geht's denn jetzt lang? Ich höre ein paar, ich höre ein paar Fledermäuse. Da ist er, unser Haus. Yippie. Genau, hier waren ja vorhin die Endermans. Und wollten uns ans Leder. Oder beziehungsweise ans Eisen. Gut, jetzt mache ich mir sofort ein Bett und wenn Nacht wird, dann penne ich auch sofort. Ah, da hat jemand sein Fleisch verloren. Wie unvorsichtig. Wart ihr das? Ja, sieht so aus, okay. Ich glaube, die Musik könnten wir wieder anmachen, jetzt, oder? Weil, ich meine, die andere Musik, weil das ist ja eigentlich nur die Erkundungs- bzw. Höhlenmusik. Okay, jetzt mache ich wieder die freundliche Musik rein, Moment. Muss hier erstmal meinen Ordner öffnen, normal, alle wiedergeben. Okay. Also, wie gesagt, jetzt machen wir uns zuerst das Bett. Und unsere Steine sind noch nicht fertig gebraten, alle. 1, 2, 3, aber egal. Okay, dann machen wir jetzt zack, zack im Bett draus. Alright, und das platzieren wir jetzt hier in unserem Haus. In unserem improvisorischen Haus, das wir später noch erweitern werden. Hier, mitten in der Wand. Halt, Moment, nein, hier am Boden. Du kannst nur nachts schlafen. Okay, dann warte ich jetzt, bis Nacht wird. Ich glaube, das müsste doch bald sein. Wir haben unseren Kompass noch, unsere Uhr oder sowas. Whatever. Ja, es wird gleich Nacht. Oder? Ja. Hä? Was ist mit der Kompassnadel los? Ich verstehe es nicht. Da tut sich ja gar nichts. Wahrscheinlich wird es dann wahrscheinlich wird es dann auf einen Schlag Nacht, wie vorhin mit dem Tag werden. Naja, gut, Steine, Steine, Steine. Ach ja, ich glaube, ich kann jetzt wieder auf Piss voll schalten, weil ich so ein Weichei bin. Weil ich möchte beim Bauen nicht gestört werden. Beim Bauen brauche ich Konzentration und Ruhe. Und wenn da plötzlich ein Creeper vor meiner Nase steht, ist es weg mit meiner Konzentration. So. Okay, eins, zwei, drei. Erstmal baue ich hier die oberen Blöcke hin, damit wir die später alle auf einen Schlag dann platzieren können. Auf die Schnelle. So, jetzt zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Hier noch ein Block hin. Hä, das war's schon? Nee, kann gar nicht sein. Ach, da oben fehlt noch eine Line. Eine Line, versteht ihr? Okay, ich werde es mir jetzt auch verkneifen zu singen, weil ich glaube, das ist nicht so das Geile, wenn ich singe ständig. Gut, hier oben noch eine Line, dann haben wir das Haus schon fertig, ja, ganz schön schnell. Zack, und dann zack, und dann zack, und dann, na, jetzt aber, zack, und dann zack, und dann zack, nein, verdammt, ah, Spitzhacke, wo ist die Spitzhacke? Da ist die Spitzhacke. Jawohl. Da, genau. Sehr schön. Da, jetzt hier Steck. Weglegen. Okay, da, das passt. So, und jump und platzieren. Jump. Nein, ich will nicht singen. Ich singe hier nicht. Nein, nein, nein. Verkneifst dir, Kevin, zu singen. Nein, nein, nein. Singen böse, böse, böse. Okay, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Jetzt brauche ich Wolle. Verdammt, ich brauche die Schafe. Okay, Schafe, Schafe, Schafe. Ich muss jetzt wieder zurück, glaube ich, die Schafe abholen. Wo ist denn die Getreide? Ich muss doch hier irgendwo Getreide haben. Ist es vielleicht schon fertig? Moment. Ah, ich hatte schon ein bisschen was fertig. Okay. Ich dachte gerade, es wären ein paar Skelette, die da schwimmen, aber es sind nur ein paar Oktopusse. Ey, ich meine Oktopie. Verdammt, Oktopie. Warum sagt man Oktopie? Ich weiß, es kommt aus dem Lateinischen, aber ich habe keine Ahnung, warum man Oktopie da sagt. Zu Oktopus. Oktopusse klingt doch viel besser. Ich finde auch, dass Kaktusse viel besser klingt als Kakteen.
So. Gut, die Steine sind jetzt fertig, gibt auch ein bisschen Experience. Und jetzt können wir Sand ein bisschen braten, damit wir ein bisschen Glas später haben für die Fenster. Die Decke, wie mache ich denn die Decke? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie mache ich die Decke? Da weiß ich noch gar nicht, was ich bauen werde. Ich glaube, die heben wir uns später auf die Decke. Jetzt wird's Nacht, okay, wir können pennen, wir können pennen. Jetzt haben wir unseren Spawnpunkt. Spawnpunkt. So. Alright, warum sage ich eigentlich immer alright? Alright, alright. Ich habe jetzt voll alright-mäßig hier meine mein Glas fertig gebraten, Nils. Und dann tue ich das jetzt voll alright-mäßig hier platzieren. Ja, sieht ganz gut aus. Mit dem Texture Pack zumindest auch. Hm? Und jetzt, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Holz sammeln? Moment, wir haben sehr viel Holz. Wir können uns vielleicht daraus was machen. Ach nee, Schafe wollte ich ja abholen, genau. Gut, dann hole ich jetzt wieder die Schafe ab. Die ägyptische Musik passt irgendwie jetzt gar nicht. Ich glaube, die wechsle ich mal. Moment. So, jetzt. Nein, ich werde jetzt nicht singen. Auch wenn diese Musik sagt, komm Kevin, sing doch mal ein bisschen. Diese Musik ist sehr fröhlich. Fang zum Singen an. Gut, ich laufe jetzt ungefähr hin, da wo die Schafe waren. Die waren ja hier in diesem Mischwaldbiom. Habe ich vorhin gesehen oder gemerkt. Hey, ein bisschen Clay. Ja, können wir uns später vielleicht abholen. Ach, da vorne ist auch ein Schaf. Ach, das sind auch Schäfchen. Na toll, dann hätten wir uns den ganzen Weg vorhin sparen können und einfach hierhin laufen können. Super. Schäfchen. Kommt her. Ein paar Pilze sind hier auch. Hey, cool. Okay, okay, okay. Ich brauche mindestens zwei von euch. Aber ich habe gar keinen Stall, ne? Oh Mann. Na egal, ich kann mir ja einen improvisorischen Stall bauen. Aus ein paar Steinen und so. Der total blöd aussehen wird, aber gut. Immerhin haben wir jetzt ein paar Schafe. Oh, das sind gleich sehr viele. Wir haben die Schafe gefunden. Mäh. Mäh. Ja, mäh. Auf zu meckern. Komm her. Bei Fuß. So, kommt's her, kommt's her, kommt's her. Ja, die sind brav. Seht ihr? Nein, ich will euch nicht. Du gehst weg. Ich mag keine Kühe. Lasst mich. Nicht du, du blöde Kuh. Nein, lass mich. Du blöde Kuh, geh weg. Nein, da ist noch eine. Hilfe. Blöde Kuh. Na, jetzt aber. Oh Gott, ich hasse es, durch dieses Wasser zu schwimmen, wenn ich Kühe oder Schafe mitnehme. Ich will diese Kühe nicht. Ich will nur diese Schäfchen haben. Na, kommt's. Wo ist dieses andere Schaf? Ah, da hinten ist es, okay. Ich dachte schon, die Kuh hat es gefressen. Kannibalismus unter Tieren. Fressen eigentlich Kühe Fleisch oder eigentlich nur Gras? Keine Ahnung, warum ich jetzt drauf komme. Wahrscheinlich wegen Kannibalismus. Nein, da kommt jetzt noch eine. Hilfe! Und die ist schwarz, das ist doppelt so schlimm. Oh, das war rassistisch, ich weiß. Ja, jetzt aber. Ja, da, Hilfe, da, ich bin hier hoch. Wo ist das andere Schäfchen? Schäfchen, na komm. Ja, gut, gut, gut. Braves Schäfchen, braves Schäfchen. Wir haben es fast geschafft. Wo ist das andere Schaf? Na komm, gleich haben wir es. Hilfe, scheiß Kühe. Wegen euch sehe ich das Schaf nicht. So, wo ist das Schaf? Da ist das Schaf, okay. Okay. Okay, okay, okay. Gut, ich glaube, ich lasse mal in mein Haus rein, auch wenn das kein Ort für Tiere ist, aber ich glaube, das ist der... ich glaube, das ist jetzt mal ein improvisorischer Stall, aber zunächst muss ich hier die Türen abbauen, oder können die hier durch? Moment. Könnt ihr durch? Ah, ja, Tatsache, ihr könnt hier durch, okay. Schaf! Na los! Na los! Jetzt zankt euch nicht, jetzt einigt euch! Jetzt aber! Oh, ich habe schon wieder eine Kuh geschlagen.
Diese Kuh, die kam auf mich zu. Die hat mich bedroht. Genau. Komm rein. Komm rein, ich weiß, du bist schüchtern, aber komm rein. Da drin ist es sehr warm. Nicht so kalt wie da draußen mit den Monstern. Kannst du mir glauben? Also jetzt komm rein. Jetzt gräme dich doch nicht so. Ich glaube, ich muss die Tür abbauen. So, jetzt komm rein. Ja, braves Schäfchen. So, jetzt habe ich euch zwei. Und ihr zwei sterbt. So, jetzt. Okay, so stelle ich mir es vor. So stelle ich mir es vor, ja. Super Deutsch, okay. Jetzt paaret euch und vermehret euch, auf das es mehr von euch auf dieser Welt gäbe. Das war jetzt total scheiße formuliert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ah, süß, Minischäfchen. Wir hätten hier sein Fleisch schon wieder fallen gelassen. Unglaublich. Okay, und jetzt haben wir einen Boden. Ja, was ist? Mäh, kann ich dich vielleicht scheren? Nein, aber wir können ihn eine Bescherung bereiten. Moment, die Musik ist, glaube ich, wieder zu laut, ne? So, jetzt. Gut, jetzt haben wir Schafe, wir haben jetzt unser Haus einigermaßen fertig gebaut, wir haben hier eine blöde Kuh. Ich glaube, das Motto, ich werde hier keine Kühe töten, ist schon lange verfallen.